Zu ihren Rhythmen haben schon Generationen getanzt. Nun hat es ein Reunion-Konzert für einen guten Zweck gegeben und Legenden wieder auferstehen lassen. Octopus, die Kultband aus dem Mostviertel. Wegen was ich da bin, weil es mir gefällt. Na, wenn die Kultband spielt, müssen wir kommen. Ja, weil es einfach sehr, sehr, sehr gute Musikanten sind und immer schon eigentlich auf einer absolut super Welle geschwommen sind, mit uns mit auch aufgewachsen sind und älter geworden sind. Und ich finde es super, dass sie sich eigentlich da jetzt noch mal richtig so das Herz genommen haben und das noch mal auf die Bühne bringen. Der Sitz Christian ist mein Schuldirektor und ich kenne ihn privat auch. Und ja, jetzt haben wir gedacht, hören wir mal an, was die so kennen. Und das ist halt ein bisschen so eine Art Klassentreffen. Man geht rein, man kennt ein paar von der Band, man kennt von der Octopus, wir sind mit einem Teil in die Schule gegangen. Ja, super Geschichte. Und man ist 30 Jahre wieder jünger. Vor 30 Jahren waren wir auch noch da und jetzt sind wir wieder da. Ja, es taugt mir voll. Vor allem, weil ich selber auch Schlagzeug spiele. Und es ist für alle echt große Gaudi. Octopus ist eine Mischkulanz, die eines gemeinsam haben. Die Musik und die Leidenschaft für die Bühne. Nach 12 Jahren Bühnenabstinenz ist die Band wieder fast in Originalbesetzung auf Position und lassen Déjà-vu-Erlebnisse entstehen. Gespielt wurde für den guten Zweck, denn der Erlös des Konzertes kommt dem Sozialfonds Kemmerton zugute. Dafür wurden auch Herzen ausgeteilt. Also im Grunde genommen sind wir von Christian gefragt worden, ob wir sich vorstellen können, dass wir sie heute in verschiedene Kostümierungen schmeißen und so praktisch abseits der Bühne ein bisschen ja, für Unterhaltung sorgen. Die Leute brauchen halt einfach einen Gag, die brauchen einen Wiedererkennungswert und das haben wir gesucht und das hat der Christian auch gefunden. Und wir haben sie, glaube ich, auch ganz was kurz ausgedacht, dass die Leute uns in Erinnerung halten und auch Octopus und das Benefizkonzert. Ja, wir haben da heute eine Benefizgeschichte. Für mich ist wie eine große Geburtstagsparty eigentlich. Nach meinem 50er haben wir uns gesagt, fangen wir wieder an zum Spielen und wir haben es gemacht und jetzt stehen wir da auf der Bühne und es ist ein volles Haus da in Kemmerton, wo wir uns gegründet haben, also was kann man sich besser wünschen. Das finde ich voll cool, sowas gehört öfter gemacht, weil die Leute brauchen das einfach und ja, finde ich eine coole Investition. Die ganzen Einnahmen, also wirklich Eintritt plus Getränkekonsumation geht zur Gänze an den Sozialfonds in Kemmerton. Ja, ich finde das voll super, weil generell ist es so, wenn man mit Musik für einen guten Zweck irgendwas machen kann, in der Form ist das eigentlich das Beste, was noch geht. Ja. Mit dieser Idee im Gepäck hat Octopus eine Hitparty mit vielen bekannten Liedern hingelegt und dabei die Zeit einfach ein bisschen zurückgedreht. Ja.